Hallo und ganz herzlich willkommen zurück bei Blackfield Gaming. Wir spielen wieder Medieval Dynasty zu dritt mit dem Achim, Bali, dem Phil, Hallöchen, und mir, dem Junior. Hallo. Bali. Wir haben uns inzwischen noch ein sehr kleines Dörflein bisher aufgebaut. Immer ein Haus für jeden von uns. Dann haben wir hier jetzt, was ist das? Ein Lager? Das wird ein Lager jetzt, ja. Na, dann haben wir da hinten einen Brunnen. Ich friere schon wieder. Fackel? Ja, ja. Wir haben hier zwei Felder. Und da hinten ist... Was ist eine das? Scheune! Eine Scharheune! Ah, eine Scheune. Super. Also, wir kommen voran. Ja. Genau. Ja. Wieder keine Stöcke und keine Holze. Oh. Genau, wir haben schon ordentlich hier abgeholzt. Schon ordentlich was weg. Und das wird noch viel geiler. Mit unserem Dorfplatz dann in, drin. Und oh, so richtig schön, schön Bau wird es noch. Oh. Hat das Phil jetzt schon eine Erektion davon? Ja! Gehört es zu uns hier? Nee, oder? Was denn? Ja, auf der gegenüberliegenden Flussseite. Das sind so zwei Holz. Nee, die waren da schon. Okay. Das heißt, ich kann hier Bäume fällen, wie ich will. Da kommt jetzt nicht irgendwas in Schwierigkeiten. Nee, kannst du umhauen, ja. Nur die Bäume beim Holzfäller, bei der Holzfäller bitte, bitte nicht fällen. Ah, ja, schon das bin ich bestimmt. Hast du das Ried da jetzt reingemacht, oder? Ja, ist fertig. Ja, oh. Wir können ein einfaches Haus bauen. Oh, schon mal zwei Speere. Haben wir da jetzt nicht schon ein einfaches Haus gebaut? Ich hätte jetzt eine Aufgabe für einen Junior. Habe ich wieder so Lust drauf, habe ich schon jetzt das Gefühl. Doch, ich glaube, da hast du schon Lust drauf. Oh, weil... Leute anheuern. Scheiße, ich brauche... nicht Leute anhören. Also, ich würde sagen, wir bauen jetzt noch ein Haus und dann holen wir uns nämlich einen Holzfäller, weil ja. Das ist dringend notwendig, dass wir da, weil das ist echt kacke. Ja. Scheiße, ich brauche Ried. Ich würde das Lager noch kurz fertig bauen, Junior. Mhm. Und dann würde ich sagen, gehst du auf Tour von Stadt zu Stadt. Und suchst jemanden, der überleben. Na, dann ist doch. Nee, war mal Fertigkeit. Gewinnung. Gewinnung ist, ja. Gewinnung braucht er. Gewinnung eine Note 3 hat. Mann oder Frau, das ist egal. Bumsigal. Das ist egal. Der erste Dreier, den du findest, den nimmst du halt. Also, nee, ja. Könnt ihr gar nicht verständlich auslegen, lieber Finn? Ja. Ich mach nur noch kurz ein bisschen Speere. Dann geh ich ja los. Genau, unterwegs kannst du gern ein bisschen jagen, weil wir brauchen auch das Leder. Ja, also Hasen kannst du besonders gut jagen. Den kannst du sogar hinterher rennen. Hasen habe ich eine Hasenfalle gemacht. Ah, okay. Dann glaube ich kein Leder ab. Achso, wegen Leder, nehme ich mal jetzt gemeint, wegen Essen. Ich glaube, die geben Pelz. Oh, warte, hier sind gerade. Scheiße. Scheiße, eins zu viel gefressen, schon vergiftet, Mensch. Boah, die Holzspeere gehen schon echt schnell kaputt. Das sind ja auch fucking Holzspäre. Ja, aber die könnten doch auch ein bisschen länger halten. Holst du fürs Dach, oder? Ja. Ah, okay. I need more cloves or some fire. Jetzt dreht er um. Es wäre geil, wenn die Rehe konstant hier bleiben. Ja gut, wenn wir irgendwann mehr Häuser haben, dann verschwindet das Bauen. Ja, ich denke auch.
Wir brauchen noch Zeugs, gell? Ja, Holz, Stämme und Stroh. Stroh habe ich. Was, Holzstämme? Also Holzstämme, also Baumstämme und Stroh, okay. Ja, der ist weg. So, Lager ist fast fertig. Ich bringe jetzt gerade noch 4-5 Holzstämme mit. Reicht's dann? Weißt du das gerade? Alter, was macht der denn da? 4-5 Holzstämme und Stroh brauchen wir noch recht. Ja, Stroh habe ich. 60, ja, glaube ich, oder so. Nicht zu lange. Oh, dann ist das Lager nicht fertig. Was macht der denn da? Ich denke schon, wäre das Nahrungsmittellager ist auch wichtig, wenn man Bewohner habe. Ja. Also noch können wir das ja in die Kiste dann zu ihm packen. Ja, ja, da müssen wir halt immer drauf achten dann. Ja. Oh, hier oben steht ein Haus. Ist schon mal ein Hirsch, der auf zwei Vorderbeinen läuft, gesehen? Hier ist ein Räuber, verfluchte Fickscheiße. Oh, nee. Komm bloß nicht zu uns runter. Steht da oben auf ihrem Turm und feuert mit Pfeil und Bogen runter. Das Lager ist fertig. Mach sie fertig, dann kriegen wir Pfeil und Bogen. Ich hab nichts zum Fertigmachen. Ja, doch, du hast doch wohl Fäuste. So. Nein. Ich hab viele Krane. Dann würde ich jetzt mal noch ein Haus bauen für einen Anwohner. Einwohner meine ich. Ja, Junior, du kannst doch direkt mal losmarschieren. Dann kannst du losmarschieren, ja. Nee, gerade nicht. Ich bin gerade voll. Und da hinten liegt noch ein Tier. Sollen wir das jetzt bei uns anreihen? Ja, genau. Ich würde es da gerade in der Reihe weitermachen. Ja. Junior, ich kümmere mich um das Tier. Geh du. Okay. Soll ich dir dann gerade noch das andere Tierzeug hinlegen? Nee, ich jag jetzt nicht. Ich mache jetzt das. Und ja, dann... aber ich bin voll. Das, ich kann nicht rennen. Dann pack's in deine Truhe. Nimm ruhig was mit, was du verkaufen kannst, weil dann könntest du auch ein bisschen dumm mitbringen. Dumm. Dumm. Dumm und Dünger. Ja, immer mit euren scheiß Fackeln rumrennt. Ja, ich friere, obwohl ich ein Ding schon hab. Ich hab alle drei. Hm. Angeber. Ja klar, was sonst? Ja, das ist jetzt nur der Tag jetzt noch praktisch, oder? Ja. Ja, dann ist Sommer. Eben. Aber im Winter wird es dann richtig kitzig. Ja, da müssen wir dann, bis dahin müssen wir wieder gut haben. Soll ich gebratenes Fleisch verkaufen? Bringt das was? Ja, ein bisschen. Du siehst den Preis immer. Ach stimmt, das bringt gut. Dann tue ich jetzt lieber noch... Ich habe ja auch noch ein bisschen gebratenes Fleisch. Ja, dann tue ich jetzt lieber noch das Fleisch, das ich habe, braten, oder? Ja, gut. Wie viel Uhr haben wir denn? Wahrscheinlich ist es besser, wenn du erst im Sommer dann losläufst. Ja. Ja, mach das, weil bis dahin habe ich die Hütte dann fertig. Genau. Du hast Dreck im Gesicht. Ich hab Dreck überall. Es sind so, gefragt, mir sind reich. Die dreckigen Bergbauernbuben. Und dumm. Ganz viel dumm. Mhm. Ist die Schaufel jetzt am Arsch, oder was? Ja, scheiße. Ich könnte noch Messer machen, oder? Messer? Ich leg dir jetzt noch ein paar einfache Säckchen da rein, die kannst du auch gut verkaufen. Ah ja, die kann ich auch noch machen. Bringt 12. Dann geht es. Geil, ich friere nicht mehr. Und ist so warm gerade, oder was? Ah ja, 8,5 Grad. Wird man nicht. Oh, Küche! Oh, was war jetzt? Erstmal überbewertet. Ich bin verreckt. Ich hätte irgendwie. Ich hätte gerade irgendwie das Stein. Ding erschlagen. Ja, der Baum. Jetzt friere ich wieder. Was soll denn die Scheiße? Verdient. Oder mach ich mir gerade nochmal zwei Messer und dann.
Aber es läuft relativ gut für uns, oder? Ja, bisher finde ich es auch nicht schlecht. Gut, ich bin jetzt der Einzige, der ständig verreckt ist, aber... Warum haben wir jetzt wieder keine Schaufel? Jetzt, ja. Ja, jetzt weiß ich warum. So. Ich bin einfach kein Jäger. Ich krieg das nicht hin. Ja, das kann ich nachher komplett übernehmen. Ist kein Problem. Nee, das mach schon ich. Also, ganz ehrlich, wenn wir nachher die Jägerhütte haben, dann brauchst du gar nicht mehr jagen gehen, weil... Nee. Theoretisch könnte ich auch einen Hirschschädel verkaufen, oder? Außer sie haben natürlich irgendwie was an der Menge verändert nochmal oder so. Ja, gut, das sehen wir dann. Ja, eben. Arim, hättest du Bock drauf, diese Mechanismen ein bisschen zu steuern? Mit den Produktionen, weißt du, dass man immer so und so viel Holz produzieren, damit ja, für Brennholz. Ja, kann ich machen. Ist alles ein bisschen hochrechnen und machen und tun, wenn du Bock hast. Sehr gerne. Jawohl, und nächste Gewinnung gekriegt hier. Ich dürfte mich Sklaventreiber nennen. Wieso bin ich vergiftet? It's biting cold. Jawohl, 15% mehr Gewinnung. Ich würde jetzt loslaufen. Ich halt schon 13 Uhr, gell? Ja, ich baue mir da drüben einfach ein Ding. Du läufst noch, lauf vielleicht nach Ostur. Ja, Piastiovia ist ja auch nicht so weit. Ja, lauf du. Ah. Also, ich muss mal was futtern. Wechsle ich jetzt mal in die First Person. Ah ja, hast du was zu essen dabei? Video? Essen? Gebratenes Fleisch. Das verkaufe ich. Oh Scheiße, bin zu voll. Oh fuck. Scheiße, was machen wir jetzt weg? Wo bist du? Auf der anderen Seite. 100 Meter, ich komme. Hier sind Hütten. Ah, hier sind noch Münzen. Ja, sehr schön. Die nehme ich mit. Du weißt, was du kaufen musst? Mehl! Dumm. Ja, aber da stand Mehl. Ich hab da gerade Stroh hingepackt, jetzt kann ich wieder laufen. Meckert er wieder, dass es kalt ist. Kann man eigentlich Brücken bauen? Nee, gell? Nee. Wir bauen uns einfach welche mit so Holzstämmen. Holzspäne reinlegen. So Holzspäne eben. Oh, hier sind vergiftete Eisenpfeile. Oh. Alles verkaufen. Alle, okay. Meine Gesundheit ist ziemlich im Eimer. Ja, meine auch. Wie ist das, wenn man stirbt, Phil? Da kennst du dich am besten aus. Wird dich nicht öfter hergestellt. Nur halb. Nur halb. Also... Die Hälfte der Gesundheit oder bis zur Hälfte? Bis zur Hälfte. Oder knapp die Hälfte, irgendwie so. Okay, nee, vergiss es, das ist eine dumme Frage. Weil wenn man stirbt, hat man ja eh keine Ausdauer. Kein Leben. Ist mir gerade so aufgefallen. Ja eben, das ist sowieso weg. Was fehlt hier noch? Ah, Stroh. Der Einwohner fehlt noch. Ja, das ist klar. Alter, ich habe jetzt schon wieder 166 Münzen, nur durch drei kleine Häuser. Bill, Jagdhütte und direkt das nächste Haus? Ja. Ja. Wir müssen wachsen. Überzeugung pur. Ja, ich wollte jetzt gerade erstmal ein bisschen Brennholz machen, damit der Fuzzi Brennholz hat. Da brauchen wir jetzt im Sommer eh nicht. Doch, will er. Echt? Ja. Sommer. Der konstant Brennholz. Federn, ich habe 100 Federn dabei. Ja, du merkst ja auch, dass uns kalt wird am Morgen.
Ja, euch? Ihr seid auch so Schlappschwänze. Ja, bestimmt. Nur weil wir noch nicht 30 Trilliarden Mal gestorben sind und dafür Skillpunkte bekommen. Ich bin kein einziges Mal gestorben. Ja, ich schau mal, mir dann mal die Aufnahme an, ne? Ja, durch. So. Achso, halt, wollte der Brennholz machen. Da bin ich jetzt eigentlich schon wieder überladen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Prost. Danke. Das Sichel brauchen wir dann irgendwann auch noch. Der halbe Tag ist schon wieder fast rum, du. Der halbe Tag ist rum. Warte, da ist doch jemand. Also du weißt ja wo, oder? Wo du die Leute findest. Leute oder Beute? Die Leute. Ja, am Marktplatz. Nee. Nein. Ja, also, wo bist du? Außerhalb ist so ein Lagerfeuer. Außerhalb ist so ein Lagerfeuer. Ja, aber das ist Zeug verkaufen. Richtung Norden. Will? Ja? Ich hätte Baumaterial wie Sau. Bin überladen. Ja, super. Schmeiß her. Oder du kannst ja jetzt auch in das Lager kippen, wenn du was hast. Also ist kein Problem. Soll ich Zinnbarren verkaufen oder behalten? Verkaufen. Brauchen wir es erstmal nicht. Das Geld ist jetzt wichtiger. Ja. Alter, ich habe einen Schreien hören. Wahrscheinlich sind es die Affen da oben. Ja, das kann gut sein. Geil. Sie so rumpöbeln. Weißt du, warum deine Gesundheit so unten war? Mhm. Weil du vorhin im Wasser gestanden bist. Ich friere aber nicht. Aber es zieht ja ab. Weil es doch zu kalt ist, ja. Nee, das, nur wenn es mich friert, zieht es mir ab. Weil ich stehe draußen, mir macht es auch nichts. Und wenn ich aber dann im Wasser drin stehe, dann zieht es mir ab. Ja, dann kommt auch das Frierzeichen. Ja, ja. Eben. Das ist bei mir nicht gekommen. Achso, okay. So, also, Jagdhütte. Wo machen wir die Jagdhütte hin? Irgendwo ins Dörfle rein, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gemacht. Gebäude, Jagd. Frage? Jagd, ich ja. Warte kurz. Ja. Das Fundament fürs Nahrungsmittellager setzen, so am Dorfmittelpunkt, sag ich mal. Und dann quasi direkt dahinter dann die Jagdhütte, wird das so thematisch, sag ich mal, passen. Ja, wo meintest du? Was hast du jetzt gesagt? Wo? Ja, ein Nahrungsmittellager bauen. Ja, ja, ja. Und dann dazu dann die Dinge. Okay, dann mache ich das hier so hin. Ich dauert halt auch echt keine Punkte für zum Skillen. Alter, wir sind schon echt nah dran am Hühnerstall und dann ist der Schweinestall auch nicht mehr weit. Ja, also ich sag mal so, dumm kaufen. Ich gehe ja auch nicht so ins Geld. Es kostet ja nur, glaube ich, 7 oder sowas. Ja, eben 7. Du brauchst aber pro Ding, brauchst 2 Dung pro Dünger. Ja, aber würde jetzt ja auch mal gehen.
Ich muss mich waschen. Also ich meine, so ein Schwein kostet auch schon 2000 oder sowas, bis man den kaufen kann. 1250, glaube ich. Hä? 1250? Ja, gut. Es war halt erst warm. Der Typ liegt hier immer noch. Kann man den anzünden? Vielleicht nach der Jahreszeit, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass in der Hütte da oben, dass da geiler Loot liegt. Geiler Loot liegt, aber ich glaube, da waren drei Leute drin. Heißt, wir müssten da zu dritt hoch. Müssen da zu dritt hoch, ja. Können wir nachher mal gucken, wenn... Ja gut, also ich kann die Leute nicht ansprechen, weil ich zu dreckig bin. Ja, dann wasch dich. Irgendwo gibt's einen Waschzuber. Ja, das geht nicht. Da kann ich mich nicht waschen. Das gehört ja nicht mir. Jetzt noch die Jagdhütte dann. Ja, Ja, alles gut. Ich hab keinen Hammer mehr, kein Holz mehr, nichts mehr. Also jetzt müssen wir schon echt richtig Wege laufen für das scheiß Holz. Dann brauchen wir jetzt dann die Holzfäller. Ja. Also ich kann im Moment noch nichts machen. Geh irgendwo an tiefes Wasser und spring da rein. Eben, in den Fluss. Ja gut, dann verfriert doch. Ne, Fluss nicht unbedingt, aber... So, du kannst in bestimmte Dinge reinlaufen und dann wirst du sauber. Hast du eine Fackel? Ah, stimmt, jetzt bin ich sauber. Okay, ja, ich habe gedacht, da muss man eh gedrückt halten, zum sich waschen. Nee, das nur fürs Trinken. Das muss man beim Waschzuber. Oder? Hä? Das muss man nur beim Waschzuber machen. Ja, genau. Ja, da hatte ich das falsch nachgenommen. Ich bin verreckt. Einfach so. Sag mal. Jetzt war aber. Ah doch, jetzt zeigt mir wieder Frieren an, ja? Sag mal, das geht doch nicht. Ja, abends? Achso, ja. Um 18 Uhr. Jetzt sind aber nur noch 4 Grad. Also unter 5 Grad Frieren. Hab keine Fackel mehr. Warum Bahn? Was braucht man? Ei. Gewindung. Das mit dem, mit der Spitzhacke, oder? Ja. Ich habe hier jetzt einen Handwerker mit 3 und 2 mit 3 Gewinnungen. Ja, dann ein mit 3 Gewinnen her. Nicht beide? Also nein, wir haben erst ein Haus. Ja, wenn es Mann und Frau ist, dann ja. Achso, ja, dann geht's ja. Nee, dann, nee, es sind 2 Frauen. Lesben wollen wir ja keine. Also, das würde uns nichts ausmachen, aber geht halt nicht im Game. Muss man ja gar nicht mehr von sich überzeugen. Nee, muss man nicht. Doch, ganz früher musste man erstmal ihre Ding gewinnen, um sie ins Dorf zu kriegen, ja. Und den Handwerker? Arian, Entschuldigung, wir haben. Scheiße. Wir haben keine Häuser gerade. Achso, doch, er ist ein Handwerker. Ja. Ja, dann ja, komm, hol ihn. Lad ihn ein. Oder gibt's noch Stopper? Hast du schon? Ja, ja, okay. Schon zu spät. Wieso? Ein Jäger wäre noch geil gewesen. Jagen. Warte. Er hat Jagen 2. Das ist ganz okay. Alter, die haben Wildschweine da oben drin liegen. Tote, oder? Bist du zweit. Ja. Ich komm. Ja, dann holen wir uns die mit Borgen. Im Sommer. So. Gibst du der gleich mal ein Haus und ein... Bin gerade schon dran. Super. Essen müssen wir noch reinlegen. Und trinken. Scheiße, wir brauchen dann noch, Oh, scheiße, Eimer. Stimmt. Eimer. Junior, das muss ich noch kaufen, bitte. Eimer. Ja, am besten Eimer oder Trinkschlauch. Je nachdem, wie das Geld reicht. Und wir müssen Äxte machen. Äxte machen. Okay. Und Dung soll ich auch noch kaufen, oder? Ja. 20, wenn es geht. Also was hat mehr Priorität? Höchste Priorität haben die Eimer oder Trinkschlauch.
Mhm. Und was haben wir noch gesagt, was du brauchst? Nix Äxte, aber die können wir selber machen. Äxte können wir selber machen. Also viel, sie brauchen gerade momentan kein Brennholz. Das ist dann erst im Winter. Okay. Ja gut, ich habe jetzt trotzdem. Haben wir ja drin liegen. Trinken brauchen sie. Oder wir bauen uns die Werkstatt. Können wir uns die Werkstatt schon bauen? Ja, können wir auch noch. Ah, in der Scheu. Okay, es gibt jetzt den Feldschuppen. Da kümmern ja sich die Arbeiter drum. Genau. Aber nicht mehr die Scheune. Nee, okay, die Scheune verarbeitet nur noch. Ach so, dann Feldschuppen. Wäre das ja mit dem Umkreis ja Bums gewesen. Ja, nee, ich weiß nicht, ob die. Ob das mit der Scheune. Aber ist egal, wir können den Feldschuppen daneben machen, weißt du? Dann, ja, dann ist das auch ein bisschen zusammen. Finde ich auch nicht schlecht. Ja. Das Ding ist, beim Feldschuppen gehen halt 4 Leute rein, glaube ich. Und wenn du halt viele Felder hast, dann reichen die sowieso nicht aus. Dann brauchst du eh einen zweiten Feldschuppen, weißt du? Ja. Und die Scheune kannst du ja später noch erweitern wieder, glaube ich. Ja. Ja. Ach, zufälligerweise war in der Kiste am Anfang ist noch ein Eimer drin. Und 3 Äxte. Alter, ich hab dem Scheiß hier voll der Headshot verpasst und er lebt noch. Ja, mit dem Speer kannst du vergessen. Also soll ich jetzt nochmal einen Eimer kaufen? Wer, wenn du einen Eimer hast, dann nicht. Ja, okay, der ist nur noch dumm. Nispere mit dumm. Markus. Oh, sag jetzt nicht, der ist schlafen gegangen. Doch, alle. Echt, dass er aber noch saufen. I need more clothes. Markus? Nee. Or some fire. Markus? Nee. Markus! Wo ist der Eimer, Junior? Den hab ich. Ach so. Dumm, ne? Ja. Den Eimer und Sex schon mal gern da lassen. Ich hab den doch nicht dabei gehabt. Ich hab den jetzt mitgenommen. Ach so. Aus der Kiste. Ja, ich hab ja vorher nicht alles mitnehmen können, weil ich überladen bin. Jetzt bin ich auch noch wieder überladen. Ich hab jetzt nur 12 Dünger kaufen können. Ich hab dem mal Roggenbier gegeben zum Trinken, dass nicht gleich meckern, weil wir jetzt hier Jahreszeitenwechsel haben. Noch ein bisschen schräg laufen. Nahrungsmittellager ist so klein irgendwie. Ja, ja, das ist recht schmal. Ja, aber das war irgendwie meines Erachtens immer größer, aber gut. Da läuft einer. Der gehört bestimmt zu uns. Ja, die laufen her, das stimmt dann. Uto, Knief. Ja. Ja, ja, das ist unserer. Hast du schon ein paar Äxte gemacht, Achim? Nee, noch gar nichts. Ja, okay, ich mach. Ich hab noch drei. Ja, ich baue gerade. Und auch an dich, Junior, als Info. Die Leute brauchen natürlich immer Material. Ja, wie jetzt der Holzfäller braucht Äxte, ja? Mhm. Wenn du die Äxte ins Materiallager reinlegst, ja, holen die sich selber dort raus. Ja. Und wenn ich die jetzt ins Holzhaus lege, also ins, ne? Aber holen sie sich dort raus. Ja. Aber okay, dann können nur die rausholen, die auch dort arbeiten. Im Materiallager, wenn du mehrere Holzfäller hast, kannst du alle dort holen. Genau. Ja, 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 ja. Ich hab grad gedacht, ja, wenn aber alle bei einem. Ja, egal. Alter, das ist echt eine Qual, hier lang zu laufen mit vollem Rucksack. Weil ich habe ja nicht mal einen Rucksack. Ist ja noch schlimmer. Alter. Ich mache jetzt dir mal gerade mal ein Bild von dem
Haus hier. Ja. Ich muss schräg laufen, dann bin ich schneller. Achso, brauchst du gerade Dung oder so? Der Dung brauche ich erst morgen früh dann. Aber ich glaube, wir können dann also pennen gehen. Kannst du pennen gehen, Entschuldigung, oder? Ja, ich tue nur gleich schlafen. Verstehst du mein Problem? Ich verstehe, was du fühlst. Ja. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt da anfange mit Bauen, dann springt das rüber zum Haus. Das ist echt lustig, also. Zack. Und. Zack. Und. Zack. Also machen wir und, morgen. Was ist das? Zack. Angriff auf die Räuber da oben. Ja, also ich brauche erstmal Energie. Ich habe überhaupt keine Energie mehr wieder. Beim Jahreszeitenwechsel lädt sich's wieder auf. Ah, okay. So, jetzt habe ich hier nichts mehr. Habe jetzt alles Material verballert. Ja, außer der Stroh. Eimer noch, Junior. Ja, der ist in meiner Kiste. Oder soll ich den? Nee, passt schon. Ja, wollt ihr jetzt pennen gehen oder was? Ja. Achso, ist ja schon soweit. Ich bin soweit, ja. Dann komm ich. Was ist, wenn wir jetzt wach bleiben würden? Würde die Jahreszeit trotzdem wechseln? Ja. Okay. Aber es lädt halt unsere Energie auf. So, liebe Leute, seid ihr auch schon soweit? Ja, ich würde mich jetzt hinlegen. Sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören natürlich. Lasst gerne ein Like da, ne? Genau. Und was brauchen wir noch? Abo? Haben wir auf YouTube Abo? Ich Abo und kommentieren, wenn ihr Bock habt. Ah, kommentieren. Und nicht, liken. Wenn ihr Bock habt. Ihr tut es. Ihr tut es. Ihr macht es einfach. Tu es. Guckt bei Junior rein, guckt beim Phil rein, guckt bei mir rein, falls ihr es mit euch schon tut. Und ja, bis im Sommer dann, ne? Genau. Bis dann. Tschüssi. Ciao.